Albtraum-Bergwerksunglück. Ein Fall für die Spezialkräfte der Grubenwehr. Seht zu, dass ihr da rauskommt. Nirgendwo ist der Bergbau gefährlicher als in China. Meine Frau macht sich jeden Tag große Sorgen. In der inneren Mongolei brennen riesige Kohlefeuer unter der Erdoberfläche. Die ganze Bergkuppe ist abgebrochen, das ganze Tal ist vernichtet. Doch die Menschen können hier nicht weg. Kohle ist ihre Existenzgrundlage. Hightech aus Deutschland soll Chinas marode Minen jetzt sicherer machen. So, Trupp 1, raus! Unter Tage, die gefährlichsten Arbeitsplätze der Welt. Notruf in der zentralen Grubenwehr in Herne. Im Bergwerk Walsum wurde ein Brand gemeldet. Ein Kumpel wird vermisst. Sofort werden alle Rettungskräfte der Grubenwehr per SMS alarmiert. Auch Volker Kaminski, ein erfahrener Grubenwehr-Truppführer. Der Fußball muss jetzt warten, denn Grubenwehrmänner müssen immer und überall verfügbar sein. Das ist der Beruf und deswegen wird Privatleben in die zweite Schiene gerückt. Und kommt dann erst wieder zum Vorschein, wenn wir raus sind aus der Grube. Ab jetzt bleiben dem Familienvater 30 Minuten. Dann muss er mit zwei Trupps einsatzbereit sein. Fit für den Einsatz im Schacht möchte auch Dr. Guido Mann werden. Der junge Arbeitsmediziner ist angestellter Arzt im Steinkohlebergbau. Doch nun will er den Kumpeln auch unter Tage helfen. Unter Stress zu arbeiten und das für eine Sache der Grubenrettung, also mit einem wirklichen Sinn, aktiv zu werden, das hat mir gleich zugesagt. Dann sicherlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei mir auch eine gewisse Neigung besteht, an die eigene Grenze zu gehen. An diese Grenzen wird der junge Arzt früher gelangen, als er denkt. Die Ausbildung zum Grubenretter ist knallhart. Denn nur wer auch unter den extremsten Bedingungen einen kühlen Kopf behält, taugt für diesen Job. Zu Kaminskis Team gehören heute 41 Männer. Sie warten bereits auf ihren Truppführer. Einmal kurz Gehör. Die Männer wissen noch nicht, was sie in der Tiefe erwartet. Ist der Einsatzort schwer zugänglich? Wie groß ist der Brand? Wie hoch die Explosionsgefahr? Doch keine Zeit zum Grübeln. Wozniak, 40. Ja. Letzter Mann, Gottwald, 41. Ja, komm, fertig werden. So, Trupp 1, raus. Die beiden Trupps können innerhalb von wenigen Minuten aufbrechen. Ihr Auftrag lautet, den Vermissten finden, das Feuer löschen. Und zwar in dieser Reihenfolge. Fängt der Rohstoff Kohle einmal Feuer, brennt er weiter, bis nur noch Asche übrig ist. So verglühen im Norden und Nordwesten Chinas unterirdisch ganze Bergbauregionen. Eine ökologische und ökonomische Katastrophe. Jörg Mozadlo von der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit kämpft im nordchinesischen Urumqi gegen die unterirdische Glut. Seite an Seite mit seinen chinesischen Kollegen. Dieses Problem gibt es nicht nur in China, das gibt es auch in anderen Ländern, in den USA, in Südafrika, in Australien und in Indien beispielsweise. Allerdings sind die Kohlenflözbrände, die Ausmaße der Kohlenflözbrände hier in Xinjiang enorm. Es gibt hier 35 Brandzonen, von denen 8 große sind. Eine ist diese, in der wir hier stehen, Tielike. Und flächenmäßig sind das schätzungsweise 7-8 Quadratkilometer, in denen die Kohle hier in ihren Kohlenflözbränden abbrennt. Für Mozartlos Team lautet der Auftrag, alle 35 Brände zu löschen. Im über 2000 Kilometer weiter östlich gelegenen Wuda kann Geologe Hartwig Gielisch nur noch die Vernichtung verwalten. Diese chinesische Region ist besonders schlimm betroffen. Der Boden hier ist heiß genug, um ein Ei in der Pfanne zu braten. Die Spalten haben teilweise 300, 400 Grad Temperatur an der Oberfläche. Das Gas, was ausgast, ist eine muntere Mischung aus Schwefel, Wasserstoff, Kohlendioxid, CO. Meistens verbrennt oberflächennah auch noch Methan. Das heißt, das Ganze ist also ein Cocktail, der nicht gesundheitsförderlich ist. Morgenappell im größten Kohlebergwerk in Shandong.
Der Arbeitstag von Kohleinspektor Fan Zhanping beginnt nach dem gemeinsamen Frühstück mit Ehefrau und dem staatlich erlaubten Einzelkind jeden Morgen um 5 Uhr früh. Als Sicherheitsinspektor ist er im Bergwerk bereits aufgestiegen. Fan Zhanping hat Karriere gemacht. Meine Aufgabe ist es zu kontrollieren, ob die Sicherheitsbedingungen unter Tage eingehalten werden. Zum Beispiel, ob die Gaskonzentrationen unter dem Grenzwert liegen oder ob die Maschinen richtig funktionieren. Ich überwache das ganze Bergwerk, damit keine Unfälle passieren. Auch der morgendliche Atemtest ist Pflicht für alle. Alkoholisierte Kumpel dürfen nicht in die Zeche. Die Shenhua-Mine wird als vorbildlicher Betrieb gerne präsentiert. Auf die Sicherheit der Mitarbeiter wird hier Wert gelegt. Doch Chinas Minen gelten immer noch als die gefährlichsten der Welt. Allein im vergangenen Jahr starben 3215 Kumpel durch Explosionen und Einstürze. Auch Fan Zhanping ging früher jeden Tag mit dem Wissen zur Arbeit, dass dies sein letzter Tag sein könnte. Die Arbeit hier war früher ziemlich gefährlich. Ich hatte jeden Tag ein mulmiges Gefühl. Bald soll hier Hightech aus dem Ruhrpott die Mine sicherer machen. Sogenannte Ausbauschilde sollen die Stollendecke abstützen und die Kumpel davor bewahren, durch einstürzende Schächte verschüttet zu werden. Entwickelt und hergestellt werden diese Anlagen in Lünen. Die Bergbauexperten aus dem Ruhrgebiet haben sich mittlerweile auf die Besonderheiten des Bergbaus in China spezialisiert. Beim Start eines Projektes sitzen Ihnen gegenüber Bergleute, die wissen, was sie hinter sich haben. Ein Bergbau, der unsicher war, der Menschenleben gekostet hat. Und darin liegen auch Begründungen, warum man eine Technik haben will, die die Sicherheit ins Bergwerk bringt, die die Humanität unter Tage auch gewährleistet. Diese Ausbauschilde sind das Modernste, was die internationale Bergbautechnik derzeit zu bieten hat. In Deutschland liegen die Kohlevorkommen meist 1000 Meter und tiefer im Erdreich. Die Schilde sind daher für extremen Druck entwickelt worden. In China liegen die Flöze dagegen oft nur wenige Meter tief. Somit bekommen die Chinesen wahre Bollwerke gegen den Fels geliefert. Bevor die Schilde ihre Reise nach China antreten, werden sie in Lünen einem letzten Belastungstest unterzogen. In dem Tempel ist ein Druck von über 500 Bar, was dann einer Kraft entspricht von über 11.000 Kilonewton. Das heißt über 10 schwere LKWs. Überall, wo der Rohstoff Kohle brennt, liegt ein atemberaubender Gestank in der Luft. Das stinkt so, weil in der Kohle Schwefel ist und dieser Schwefel verbrennt auch und SO2 riecht sehr unangenehm. Dann gibt es aber auch noch Kohlenwasserstoffe, die bei dieser unvollkommenen Verbrennung entstehen, die riechen ebenfalls. Doch das ist das geringste Problem der deutschen Geologen. Die unterirdischen Feuer haben zahlreiche Hohlräume in den Boden gebrannt. Die Einsturzgefahr ist allgegenwärtig. Wir haben oben auf der Höhe Einsturzlöcher gehabt, den VW-Busgröße. Ist auch nicht mehr ganz gesund, da oben rumzulaufen. Von daher sollte man das tun, nicht unterlassen. In Wuda stehen nahezu alle Kohleflöze in Flammen oder sind bereits vernichtet worden. Ein Löschen der bestehenden Brände ist kaum mehr möglich. Das Ganze hier dient ja hier dem Projekt zur Erforschung von Kohlenbränden als Testgebiet. Wir werden jetzt Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, an anderen Stellen, wo, sage ich mal, noch was zu retten ist, einsetzen. Noteinsatz für die Grubenwehr. Der Rettungstrupp ist unterwegs. Respekt vor der Arbeit ist, oder vor dem, was auftreten kann, hat, glaube ich, jeder. Das habe ich auch. Sicherlich denkt man auch über seine Familie nach und hofft auch, dass man ordentlich wieder ans Tageslicht kommt. Aber das ist, ich sag mal, während des Einsatzes relativ selten, dass man darüber nachdenkt. Das ist einfach nur abschalten, auf die Sache konzentrieren. Ohne Mannschaftsgeist ist die lebensgefährliche Arbeit der Retter unter Tage unvorstellbar. Wir haben nur so einen Spruch, Grubenwehr ist nicht die Sache eines Mannes, sondern der gesamten Mannschaft. Und das spielt schon eine große Rolle. Man ist ja nicht alleine.
Nach 10-minütiger Fahrt erreichen die beiden Trupps den Schacht. Letzte Aufrüstung mit Atemschutz und Löschgeräten. 1, 2. Trupp 1 fertig. Trupp 2 fertig. Dann geh los. Hartwig Gielisch steht in der Region Wuda vor einem unterirdischen Meer aus Glut. Um das ganze Ausmaß der Kohlebrände erfassen zu können, braucht er mitten in der Wüste viel Wasser. Dieses wird in die Spalten geleitet und sickert bis zur Glut durch. An den Dampfschwaden kann Gielisch ablesen, wo es unterirdisch brennt. Das ist der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Mit dem bisschen Wasser kann man das Feuer nicht löschen. Wir aktivieren die heißen Spalten im Untergrund durch das Wasser. Wir haben ja eben gesehen, dass es also auch auf der Seite des Berges anfängt zu qualmen. Damit können wir also sagen, welche Spalten miteinander in Verbindung stehen und wie also auch Wärme- und Luftwegbarkeiten im Untergrund sind. Für die Anwohner sind die Feuer eine doppelte Katastrophe. Sie leiden aufgrund der giftigen Gase oft an Lungen- und Bronchienerkrankungen. Zusätzlich nimmt ihnen das Feuer die Arbeit weg. So erging es auch Xiao Yang. Seine Familie hat schon immer vom Bergbau gelebt, hier in Wuda. Doch nun ist seine Zeche schon seit über einem Jahr geschlossen. Das Feuer kam immer näher, der Betrieb wurde zu gefährlich. Wenn der Wind aus Westen kommt, können wir die Kohlefeuer riechen, erzählt er. Als er vor 15 Jahren Bergmann wurde, gab es Arbeit im Überfluss. Aber seit die Feuer den Minen so nahe sind, ist alles anders. Am liebsten möchten sie beide weg von hier, aber das können sie sich nicht leisten. Seine Frau ergänzt, dass der Kleine ständig krank ist wegen der schlechten Luft. Sie wünscht sich, endlich wieder saubere Luft atmen zu können. Auch Hu Dexiao und sein Sohn Yang Cheng stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie sind die Eigentümer der stillgelegten Zeche und wissen selbst nicht, wie es weitergehen soll. Auf Hilfe warten wir vergeblich. Die Regierung hat uns zugesichert, dass wir unsere Förderlizenz zurückbekommen, wenn die brennenden Flöze gelöscht sind. Dabei gelten Wudas Brände doch als unlöschbar. Und so hat sich bis heute natürlich überhaupt noch nichts getan. So deutliche Worte sind selten. Doch die Wut über die Perspektivlosigkeit ist zu groß. Wir haben keine Lebensgrundlage mehr. Wir dürfen hier nicht mehr abbauen. Unsere ganze Existenz ist vernichtet. So viele Bergleute hier, die nicht weg können und nichts mehr verdienen. Wir sind in einer sehr schwierigen Lage. Hoffnung dagegen in Urumqi. Hier soll die chinesisch-deutsche Expedition von Jörg Mozzadlo versuchen, den Flammen Einhalt zu gebieten. Der Tag im entlegenen Gebirgscamp beginnt früh. Heute müssen insgesamt 6 Brandherde gelöscht werden. Da gibt es 2 Gründe, die dafür Ursache sein können. Das sind einmal die klimatischen Bedingungen hier in dieser Region und zum Zweiten kann es auch passieren, dass durch Bergbau und Unachtsamkeit von Bergleuten die Kohle sozusagen von Untertage her angezündet wird. Hier würde die Kohle beispielsweise, wenn man sie hier lagern würde, eine etwas längere Zeit, würde sich die Kohle sehr wahrscheinlich von ganz alleine entzünden. In der Walsumer Unglücksmine. Volker Kaminskis erster Trupp fährt in die Tiefe. Der zweite hält oben die Stellung. Trupp 1, mit Verstärker hier, Minen drauf. In sicherer Entfernung zum vermuteten Brandherd richtet Kaminski unter Tage eine Bereitschaftsstelle ein. Von hier aus hält der Truppführer ununterbrochen Kontakt zur Einsatzzentrale. Ja, Kaminski hier. Wir sind jetzt unten an der Bereitschaftsstelle angekommen mit 2 Trupps. Herr Wartkarte. Also die Bergwerksleitung hat noch keine Informationen über die Unglücksursache. Messgeräte haben aber eine bedenkliche Kohlenmonoxidkonzentration aufgezeichnet. Ein klarer Hinweis auf einen Brand. Unklar ist zudem, ob der vermisste Mann noch lebt. Wir können im Moment nur annehmen, dass der noch in der Strecke ist. Also ihr müsst da jetzt einmal rein. Ja, ihr habt schon. Ende. So, Männer. Kaminski schickt seine Männer in den Einsatz. Die Grubenwehr im Rettungseinsatz. Die Suche nach dem Vermissten geht weiter.
Chinas marode Minen sollen sicherer werden mit Hightech aus Deutschland. Und verheerende Kohlefeuer im Norden Chinas. Im Unglücksbergwerk Walsum ist der Einsatztrupp der Grubenwehr auf der Suche nach einem vermissten und womöglich schwer verletzten Kumpel. Dieser hatte zuvor per Funk noch einen Brand gemeldet. Das war sein letztes Lebenszeichen. Routine ist es niemals. Also jeder Einsatz ist unterschiedlich und man kann noch so viel üben und sich auf den Einsatz vorbereiten. Das ist eine Nummer. Aber die Bedingungen beim Einsatz sind jedes Mal anders. Und man hat dann schon eine gewisse Anspannung, dass alles vernünftig abläuft. Viel Zeit bleibt Kaminskis Männern nicht. Der Unglücksstollen ist voller Qualm. Selbst mit den Atemschutzgeräten können sich die Männer hier nicht lange aufhalten. Der Sauerstoff reicht für maximal 2 Stunden. Guido Mann hat den medizinischen Check für den Grubenwehrlehrgang mühelos bestanden. Er ist kerngesund. Jetzt sitzt er mit den anderen angehenden Wehrmännern in der Grundausbildung. Eine Woche lang wird Ausbilder Ludger Mende mit ihnen Theorie und Praxis pauken. Das ist, sag ich mal, wie beim Führerschein machen. Wenn man den Führerschein geschafft hat, dann darf man zwar Auto fahren, aber jeder weiß das, man ist noch lange nicht fit. Und man muss das halt über die Jahre erst erlernen. Eine der wichtigsten Lektionen ist die richtige Benutzung der Atemschutzgeräte. Das Tragen der Masken ist schon ungewohnt genug. Doch die Männer müssen damit einen 2-stündigen Belastungstest bestehen. Auf einem 400 Meter langen Parcours üben die Neulinge die Extremsituation unter Tage. 180 Schläge an einem halbzentner schweren Schlaghammer bringen die angehenden Wehrleute an ihre Grenze. Bei den Anwärtern kann es oft passieren, dass das unterschätzt wird, weil diese 3x60 Schlag werden in einer Woche fast 3-mal verlangt. Und wenn man in 5 Tagen diese körperliche Arbeit verrichten muss, man hat das nicht vorher trainiert, den Trizeps speziell am Arm, dann hat man abends Schwierigkeiten, sich die Haare zu kämmen. Okay, Männer, anfangen zu schlagen. Die Temperatur auf dem Übungsgelände liegt bei 30 Grad. Das ist noch harmlos, denn unter Tage ist es je nach Tiefe noch viel wärmer. Die Übungen schlauchen durch die Hitze noch stärker. Ja, war schon kräftig anstrengend, haben gut geschwitzt. Echter Einsatzschweiß fließt in Strömen bei Volker Kaminskis Männern. Sie kämpfen sich bei 44 Grad durch den qualmenden Schacht. Um Explosionen unter Tage zu vermeiden, gelten in Deutschland besonders strenge Regeln. Jede mögliche Zündquelle wird streng überwacht. Kohlenstaub in der Luft wird durch Bindemittel eliminiert. Spezielle Wasserdrucksperren in der Grubenstrecke verhindern zudem, dass sich eine Explosion auf weitere Abschnitte ausbreitet. Riesige Brandherde mitten im entlegenen Urumqi soll ein Team der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, löschen. Weit ab von jeder Zivilisation muss GTZ-Mitarbeiter Jürgen Mozzardlo jeden einzelnen Wassertropfen in die Einöde herankommen lassen. So wie auch alle Lebensmittel für den Löschtrupp. Wir sind hier etwa 1000 Kilometer südwestlich von Urumqi, der Landeshauptstadt von Xinjiang. Der Weg hier ist sehr beschwerlich. Man fährt etwa 15 Stunden mit dem Auto. Also es ist schon ein sehr abgelegenes Gebiet hier. Abgelegen und vor allem sehr steil und zerklüftet. Das stellt die deutsch-chinesischen Ingenieurstrupps vor ganz besondere Herausforderungen. Denn an den Steilhängen ist das Löschen nicht ohne weiteres möglich. Bevor man löscht, bevor man bohrt, bevor man Wasser injiziert, muss die Fläche zunächst einmal für die Arbeiten hergerichtet werden. Ursprünglich war das ja hier ganz normales Gebirge, das also für Kettenfahrzeuge eigentlich nicht zugänglich ist. Hier planiert man also die Flächen relativ gerade, relativ glatt, damit man dort die Löscharbeiten durchführen kann. Die Chinesen im Team sind besonders angespannt, denn die Erwartungen der Zentralregierung in Peking sind sehr hoch. Diese Aktivitäten unserer Projektpartner hier werden bis zum Staatsrat wahrgenommen und auch von dort, man kann sagen, beobachtet. Das setzt natürlich die Kollegen hier vor Ort unter sehr starken Druck. Sie müssen bis zum Jahr 2012 alle 35 Kohlenflözbrände hier in Xinjiang gelöscht haben.
Unter Druck stehen auch die Hightech-Experten aus dem Ruhrpott. 145 Schilde hat die chinesische Regierung geordert. Die 28 Tonnen schweren Kolosse sollen in der mongolischen Shenhua-Mine zum Einsatz kommen. Schon beim Verladen auf Schiffe in Dortmund kommt es zu Komplikationen. Wenn wir jetzt also ganz normal oben aufsetzen, kriegt er Probleme mit der Gewichtsverteilung und kann nicht mehr sicher fahren. Deswegen müssen wir nochmal umschauen. Es war blöd, aber die Sicherheit geht vor. Wir müssen leider Gottes das gesamte Schiff umstauen, dass wir die Gewichtsverteilung anders hinkriegen, damit wir im vorderen Bereich noch eine zusätzliche Lage in den Grund setzen können, damit der Schiffsausgleich wieder vorhanden ist. Wertvolle Stunden vergehen, weil die komplette Fracht umgesetzt werden muss. Selbst kleinere Umbauten am Schiff sind erforderlich. Ich sage mal, aus unserer Sicht sehr ärgerlich. Das sollte im Vorfeld eigentlich vom Schiffsführer bekannt sein, wie die Stauung vorgenommen wird. Sowas kann aber immer passieren, aber die Sicherheit geht vor. Ohne eine ausgewogene Lastverteilung kann das Schiff nicht ablegen. Die Schilde werden 2 Wochen auf hoher See unterwegs sein. Zunächst geht es von Dortmund nach Antwerpen. Dort beginnt die Weltreise. Vorbei an Gibraltar, Zwischenstopp in Sizilien und dann über den Suezkanal ins Rote Meer. Vorbei an Jemen und Djibouti geht es über den Indischen Ozean. Nach Indien, Malaysia und Indonesien geht es schließlich wieder nördlich. Ziel ist die chinesische Hafenstadt Tian Chin. In der Shenhua-Mine werden die Schilde dringend erwartet, denn der Ausbau muss vorangehen. Chinas enormer Energiehunger will gestillt werden. Steinkohle ist der wichtigste Energieträger. Die Technik jedoch ist meist hoffnungslos veraltet. Bergmann Santang arbeitet bereits seit 1980 hier. Früher war die Arbeit viel gefährlicher und die Sicherheitskontrollen noch nicht so streng. Ich habe selbst auch schon mal einen Unfall gehabt. Ich bin damals halb von der Kohle verschüttet worden, konnte aber zum Glück direkt wieder gerettet werden. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich war, da wieder draußen zu sein. In China zählt das Leben eines Bergmannes immer noch nicht viel. In der Sicherheit seiner eigenen 4 Wände spricht Zhang Tang offener. Die Nachrichten über verschüttete und verstorbene Kumpel in China machen ihn wütend. Jede Nachricht über ein tödliches Unglück berührt mich sehr. Vor allem, weil viele meiner Kollegen Opfer sind. Opfer von Managern und von der Verwaltung. Würde man überall verantwortungsbewusst abbauen, käme es zu vielen Unfällen gar nicht erst. Fast immer sind Fehlentscheidungen des Managements schuld an den Unglücken. Die Bergarbeiter sind die Opfer. In der Region Wuda steht Geologe Hartwig Gielisch vor einer gewaltigen Herausforderung. Das Löschen der bestehenden Brände ist unmöglich, aber schlimmer noch, es entstehen hier immer neue Kohlebrände. Zum Großteil durch Menschenhand. Kohleräuber errichten illegale Minen und überlassen sie nach dem Abbau sich selbst. Da die Flöze hier nur wenige Meter unter der Erde liegen, kann sich die Kohle durch Kontakt mit Sauerstoff sehr schnell selbst entzünden. Wir haben hier vor einem Jahr im Sommer noch gearbeitet in der Gegend. Und da war das Flöz noch völlig unversehrt. Und hier haben jetzt Raubgräber 3 Raubstollen angelegt und haben also Kohle gestohlen. Das ist also kein lizenzierter Kleinbergbau gewesen, sondern illegaler Kohlendiebstahl. Hier sind also 3 Stollen angelegt worden. Und wie Sie sehen, der mittlere Stollen qualmt schon leicht. Der hintere, rechte Stollen brennt bereits. Das heißt, auf diese Art und Weise zerstören diese illegalen Bergwerke noch intakte Bereiche hier im Wuda-Gebiet. Wenn Sie auf die Pfeiler, auf die Strommasten sehen, wie die aussehen, dann können Sie an den Strommasten sehen, dass die niegelnagelneu sind. Und der eine, der geht demnächst ab, weil er schon in einem brennenden Stollen sitzt. Das ist eine typische Raubgräberaktion hier gewesen. Hier ist also Kohle gestohlen worden. Ein Teufelskreis für die Bevölkerung. Denn der Raubbau verschlimmert durch die neuen Feuer die Lage der Menschen zusätzlich. Andererseits bleibt vielen keine andere Wahl, als Kohle zu klauen. Das Stromnetz hier ist extrem instabil, die letzten Bäume längst gefällt. Zum Heizen und Kochen bleibt den Menschen nur die Kohle. Für die Minenbetreiber Yang Cheng und Hu Dexiao sind die illegalen Minen eine Katastrophe. Nachdem unser legales Bergwerk stillgelegt wurde, wurde der Betrieb illegaler Bergwerke nicht streng genug kontrolliert. Nun graben sie unsere Ressourcen an.
In unserem Revier wird illegaler Bergbau betrieben. Manche Betriebe stellen Wärter ein, die dafür sorgen, dass nicht illegal abgebaut wird. Aber wir können das nicht. Und so können die Männer nur tatenlos zusehen, wie ihr Hab und Gut wortwörtlich zu Staub zerfällt. Die Grubenwehranwärter in Herne bekommen heute eine Lektion über die Feuer- und Explosionsgefahr unter Tage. Wenn die Luft hier eine bestimmte Konzentration an brennbarem Methan enthält, wird es gefährlich. Das optimale Gemisch liegt bei 9,8%. Die Grenzen sind einmal festgelegt worden im Labor zwischen 4,4 und 15,4. Um der Theorie Nachdruck zu verleihen, werden in der sogenannten Bangbox verschiedene Gasgemische erzeugt und zur Zündung gebracht. Die Leute, die das vorher mal gesehen haben, wie heftig sowas ist, um sich überhaupt ein Bild davon machen zu können. Weil man kann davon schön erzählen, man kann das auf Bildern zeigen, aber ich denke mal, so ein Live-Vortrag ist immer realitätsnäher und entsprechend eindrucksvoller als jegliche Bilder oder Theorien. Die Kohlebrände in der Region Urumqi werden auf verschiedene Weise bekämpft. Die einfachste und radikalste Lösung des Problems: Bagger tragen die glühende Kohle ab. Ganze Berge werden so versetzt. Damit kann die Glut wenigstens keine neuen Flöze mehr entzünden. Doch das ist nur Schadensbegrenzung. Denn die Glutnester werden von den chinesischen Arbeitern an anderer Stelle einfach abgekippt und glühen dann dort aus. Dabei sondern sie weiter ihre giftigen Gase ab. Das Problem der Kohlefeuer ist, dass die Kohle ohne eine energetische Nutzung verbrennt und gleichzeitig natürlich auch eine sehr hohe Umweltbelastung darstellt hinsichtlich des globalen Klimas. Und deswegen sind wir hier im Auftrage der Bundesregierung aktiv geworden. Und wenn wir als Deutschland hier einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, dann nützt uns das selbst auch. Mozartlos Team will die Brände nicht einfach abgraben, sondern vor Ort löschen. Dazu wird der zerklüftete Boden erst planiert. Dann werden Leitungen zu den Feuern gebohrt. Über diese Leitungen werden Löschmittel zu den Brandherden gepumpt, meistens Wasser und Schlamm. Dieser Schlamm erfüllt zwei Funktionen. Zum einen soll er die Bohrkrone kühlen und zum anderen soll der Schlamm aber auch die Hohlräume, die unterirdischen Hohlräume, verdichten helfen, sodass also ein kompakteres, stabileres Bohrloch entsteht. Einmal Wassermarsch. Okay. Guido Mann, Arzt und Grubenwehranwärter, darf in der Grundausbildung heute endlich Löschen üben. Einmal Feuerwehr spielen, das darf auch großen Jungs Spaß machen. Wunderbar. Ich bin begeistert. Das ist nicht Gardena, das ist was Richtiges. Kann man was mit anfangen. Doch dann wird es ernst, zumindest für die Aufpasser. Die nächste Lektion heißt Abseilen. Was hier außen am Gebäude geübt wird, passiert im Ernstfall tief unter der Erde. Aus Spaß machen wir das nicht. Und zwar gibt es unter Tage Bunkeranlagen und Schächte, wo also Leute verunglücken können. Und dann muss man aus einer großen Höhe einen Verletzten abtransportieren. Und um diesen Verletzten zu erreichen, üben wir hiermit das Abseilen. Das geht ja ganz gut runter hier hinten, ne? Knie durchstrecken. Okay. Langsam, langsam. Ja, so, und jetzt erstmal Beine durchdrücken. Ja. Jetzt kannst du mit dem Abseilen beginnen. Das sieht gut aus. Als Arzt muss Guido Mann im Notfall als Erster bei den Verletzten sein. Schön hier oben. Ist okay. Die 25 Meter sind geschafft. Ja, ich bin unten. Der Hafen von Tianjin ist der größte künstliche See- und Flusshafen Chinas. Er liegt 170 Kilometer südöstlich von Peking. Im Tianjin-Port werden Güter aus über 160 Ländern umgeschlagen. Der Frachter Majuro mit den Schilden aus Deutschland kommt nach 23-tägiger Reise zwei Tage zu früh in China an. Schlepper bringen den schwimmenden Koloss sicher in den Hafen. Der Chief Officer Tan Songgula ist zuständig für die sachgemäße Entladung der Fracht. Dabei ist er auf eine optimale Hafeninfrastruktur angewiesen. In China gibt es mittlerweile zwar auch schon vielerorts funktionierende Häfen, in Shanghai etwa, aber hier ist es noch schwierig. Die Hafenarbeiter hier haben noch keine so gute Systematik wie etwa in Europa.
In Europa haben sie natürlich Erfahrung mit aller Art von Fracht. Sie gehen dort sehr systematisch vor. Da habe ich dann einfach weniger Probleme. Tan Songgula ist zum vierten Mal im Hafen von Tianjin. Und irgendwie hat es bislang noch immer funktioniert. Zu den unterschiedlichen Arbeitsrhythmen kommen die Sprachschwierigkeiten hinzu. Die meisten Hafenarbeiter sprechen ausschließlich Chinesisch. Mit den Hafenarbeitern ist es sehr schwierig, weil sie natürlich kein Englisch verstehen. Also können wir uns nur durch Zeichen verständigen. Sign. Sign language. Like this, like this. Insgesamt dauert es 2 Tage, die Ladung zu löschen. Anschließend werden die Schilde auf Schwertransporter verladen und die letzten 330 Kilometer bis nach Shandong gebracht. Dort in der Shenhua-Mine werden damit die Kohlenstollen abgestützt. Volker Kaminskis Rettungstrupp ist nach wie vor auf der Suche nach dem vermissten Bergmann. Der muss in dem Bereich sein, geht weiter langsam vor. Niemand weiß, ob und in welcher Verfassung sie den Kumpel finden werden. Ja, man muss ja schon so einen gewissen Nerv dafür entwickeln, das in dem Fall abschalten zu können. Ganz wird das keinem gelingen, auch dem härtesten Menschen der Welt nicht. Aber dieses Verdrängungsprinzip ist für den Einsatz okay. Aber nach dem Einsatz kann es durchaus zu gewissen Dingen kommen, die einen dann schon sehr stark belasten. Deshalb ist für die Grubenwehrmänner schon in der Ausbildung psychologische Unterstützung sehr wichtig. Denn auch die harten Kumpel haben einen weichen Kern. Psychologe Dirk Bergmann bereitet die angehenden Retter mental auf Extremsituationen vor. Angst ist auch in diesen männlich dominierten Kreisen ein Thema. Sie können Sinneseindrücke oder auch bestimmte Bilder, bestimmte Erlebnisse, die sie gehabt haben, nicht löschen. Das wäre, als würden sie in eine Amnesie fallen, und das will ja niemand. Sondern wir wollen versuchen, den Grubenwehrleuten ein effektives Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass sie lernen, damit zu leben und zurechtzukommen. Kaminskis Lebensretter in der Grube müssen absolute Nervenstärke zeigen. Die müssen sich also Meter für Meter jetzt vortasten, um dann auch zum Ziel zu kommen. Ne? Erste Hilfe leistet der Arzt Guido Mann eigentlich im Schlaf. Doch die Lebensrettung unter Tage hat einige Besonderheiten. Mund-zu-Mund-Beatmung funktioniert im gasverseuchten Stollen nicht. Der leblose Kumpel muss mit einem Notfallbeatmungsgerät wiederbelebt werden. Dann nehmen wir das Mundstück. Falls das Herz jetzt nicht schlagen würde, müssen wir mit der Herzdruckmassage beginnen. Weil der Schacht unter Tage völlig vernebelt ist, suchen Kaminskis Männer mit einer hochsensiblen Wärmebildkamera nach dem Vermissten. Der Trupp hat Glück im Unglück. Bereitschaftsstelle, Bereitschaftsstelle! Bereitschaftsstelle für Probe 1 gehört. Ich hab ihn hier! Der Kumpel ist bei Bewusstsein und war geistesgegenwärtig genug, sich selbst das Notfallbeatmungsgerät anzulegen. Doch er kann weder gehen noch stehen. Sein Bein scheint gebrochen. Er hat also Schmerzen am Bein. Ihr packt ihn sofort in den Schleifkorb und seht zu, dass ihr da rauskommt. Die haben den gefunden. Die Männer in der Einsatzzentrale rufen umgehend einen Rettungswagen zur Unglückszeche. Gleich wird der Verletzte von seinen Rettern sicher ans Tageslicht gebracht. Der Kumpel hat eine leichte Rauchvergiftung und ein gebrochenes Bein. Insgesamt ist sein Zustand stabil. Nach 2 Stunden ist der Mann endlich in Sicherheit. Geborgen aus über 1000 Meter Tiefe von den Rettern der Grubenwehr. Im Bergwerk in Walsum konnte die Grubenwehr bereits einen Verletzten retten. Doch der Schacht steht noch in Flammen. Auch Grubenwehranwärter Guido Mann hat seine härtesten Prüfungen noch vor sich. China, die Schattenseite des Aufschwungs. Der größte Kohleproduzent der Welt braucht Hilfe aus Deutschland, um die unterirdischen Brände zu löschen und die Bergwerkstollen mit Hightech einsturzsicher zu machen.
Okay, geht los. Härtetest Teil 2. Die Grubenwehranwärter müssen nochmal in den Übungsparcours. Diesmal allerdings ist es stockdunkel. Die Männer sind zudem in voller Montur. Ihre Ausrüstung ist 12 Kilo schwer. Zwei Stunden später, die Bewerber sind am Ende. Aber alle haben den Parcours geschafft. Die eigentliche Feuerprobe jedoch steht ihnen noch bevor. In der staatlichen Shenhua-Mine in Shandong sind die Schilde aus den nordrhein-westfälischen Minen endlich angekommen. Der deutsche Ingenieur Norbert Zander überwacht den Einbau der Giganten unter Tage. An der Kappenspitze kann ein Druck entstehen bis 400 bis 450 Bar. Das sind also in Tonnen umgerechnet, ja, 50, 60 Tonnen können. Und dafür haben wir hier an diesen Stempeln extra Entlastungsventile. Wenn der Druck zu stark von oben kommt, dann würde der Stempel ja einfahren. Das sind hydraulische Ventile, die öffnen sofort, damit das langsam runtergeht und dann wieder befestigt werden kann. So wird der Arbeitsbereich der Bergmänner sowohl nach oben als auch nach hinten abgesichert. Der Strebbau ist heute ein Exportschlager für die deutsche Bergwerktechnik. Doch kein Großauftrag gleicht dem anderen. So wie die jeweiligen Abbaubedingungen sich ändern, müssen auch die Schilde an jedes neue Projekt angepasst werden. Die Region Shandong zählt zu den kohlereichsten Revieren der Welt. Eine einzige Mine fördert hier so viel wie die gesamte deutsche Steinkohleindustrie. 25 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Produktionsrekorde wären ohne die Hightech-Schilde aus Deutschland nicht zu stemmen. Da die Kohleschichten in der Mongolei bis zu 6 Meter dick sind, haben die Schilde für China echtes XXL-Format. In den Bergwerken mit deutschen Schilden arbeiten die Kumpel nun endlich in sicheren Stollen. Diese Schilder werden alle nebeneinander zusammengebaut. In diesem Fall kommen hier 142 Schilder zum Einsatz. Die werden dann hydraulisch miteinander verbunden. Und nachdem sie hydraulisch miteinander verbunden sind, verspannt man das Liegende mit dem Hangenden, damit das als Schutz für die Leute und die Kohle, dass damit nichts passieren kann. Hinter den Schildern fällt dann der Bruch immer wieder runter. Die erste echte Feuerprobe für den Grubenwehranwärter Guido Mann. Im sogenannten Flashover-Container müssen die Männer mit den Flammen so richtig auf Tuchfühlung gehen. Man trägt diese Flammschutzkleidung und man kriegt beigebracht, dass diese Flammschutzkleidung entsprechende Sicherheiten bietet. Das kann man erklären oder auch erzählen, aber besser ist es, wenn man es mal fühlt. Somit wird man einer Temperatur ausgesetzt oder einer entsprechenden Abflammung, die vorhin simuliert worden ist in der Bangbox, sodass man die Sicherheit als Grubenwehrmann hat, meine Kleidung ist gut und ich traue mich auch in den Einsatz zu gehen. Was zunächst unspektakulär aussieht, wird zur härtesten Probe der Ausbildung. Im Container wird simuliert, wie sich Rauchgas durch plötzlichen Sauerstoff von außen entzündet. Bei einem solchen Flashover entstehen Temperaturen von 800 Grad. In dieser Megasauna werden die Männer 20 Minuten aushalten müssen. Hartwig Gielisch hinterlässt verbrannte Erde. Seine Arbeit in der Region Wuda ist getan. Während sein Kollege Jörg Mozzadlo in Urumqi die deutsch-chinesischen Löschprojekte weiterführt, lohnt sich das in Wuda nicht mehr. Denn mitten in der Wüste ist es unmöglich, genug Wasser zum Löschen heranzuschaffen. Die Logistik, die dahinter steht, ist gigantisch. Wir haben bei Löscharbeiten in Nordwestchina Wasser verbraucht im Millionen Kubikmeter-Bereich. Es sind Staudämme angelegt worden, nur um Löscharbeiten durchzuführen. Ein Kohlebrand ist wie ein Drache, sagen die Chinesen hier. Er frisst sich immer weiter, bis er alles verschlungen hat. Also an dieser Stelle würde ich sagen, ist nicht mehr viel zu retten. Ich wage mal die Prognose, hier wird man es ausbrennen lassen. Gruppe 2, einmal die Drücke durchgeben, erster Mann. In Walsum hat herabfallende Kohle aus einem Flöz sich selbst entzündet und zu einem Glimmbrand entwickelt. Volker Kaminskis Trupp hat den verletzten Bergmann hier in Sicherheit gebracht.
Jetzt muss der Brand so schnell wie möglich gelöscht werden, um das Übergreifen der Flammen auf weitere Schächte zu verhindern. Wie im Flashover-Container kann sich auch in Walsum der Qualm entzünden. Die Männer müssen extrem vorsichtig vorgehen. Der Kampf gegen die Flammen dauert eine Viertelstunde. Feuerstelle hier, Truppführer, Trupp 2. Wir haben den Brand gelöscht. Ja, verstanden, Ende. War nur unterm Band ein Glimmbrand. Erleichterung in der Zentrale. Das Feuer ist gelöscht, alle Bergmänner in Sicherheit. Im Flashover-Container ist das Feuer dagegen voll entfacht. Die Temperatur steigt. Ohne Schutzkleidung würden die Männer hier drinnen gegrillt. Allein die Strahlungswärme reicht aus, damit sich eine Holzplatte entzündet. Durch die Hitze des Brandes heizt sich das Rauchgas immer weiter auf. Hat das Gas seinen Zündpunkt erreicht und wird plötzlich Sauerstoff zugeführt, würden die Gase explodieren. Feuerzungen, sogenannte tanzende Engel, sind Vorboten dieses Flashover. Am Ende der Übung werden die Brandgase deshalb mit Wasser gekühlt. Circa 20 Minuten dauert das Experiment. Dann ist die Schmerzgrenze bei allen erreicht. Ja, anstrengend, sehr heiß, höllisch heiß. Kurz nicht aufgepasst, ne? Immer verbrannt. Ein neuer Tag in der Shenhua-Mine. Bergmann Santang ist froh. Die Zeiten, in denen er bei seiner Arbeit ständig Angst um sein Leben haben musste, sollen nun endlich vorbei sein. Verglichen mit den Bedingungen von früher sind die Veränderungen riesig. Heute gehen wir gerne zur Arbeit, denn jetzt arbeiten wir endlich mit moderner Technik. Wir müssen noch viel lernen, aber jetzt können wir endlich stolz darauf sein, dass wir Bergleute sind. Die Shenhua-Mine will vorbildlich sein. Sicherheit soll hier ab jetzt großgeschrieben werden. Das Umdenken in den großen Minengesellschaften in China hat zwar begonnen, aber viele Bergwerke riskieren immer noch, lieber die Gesundheit der Krümpel als Millionen zu investieren. Sicherheitsinspektor Fan Zhanping weiß, dass die Shenhua-Mine dank der Technik aus Deutschland privilegiert ist. Meine Frau ist so erleichtert. Bislang hat sie sich immer große Sorgen gemacht. Schichtbeginn in Shandong. Für die Kumpel hier zum ersten Mal ohne die bange Frage, ob sie auch das Schichtende erleben werden. Alle Mann leben noch, auch bei den Männern der Grubenwehr. Der Einsatz ist beendet, der verletzte Kumpel gerettet, der Brand gelöscht. Die Leute sind ja jetzt auch fertig und könnt ihr da jetzt abrücken. Zweimal im Jahr müssen die Männer um Volker Kaminski so eine vollkommen realistische Übung bestehen. Jeder kann auch mal einen schwachen Tag haben, da kann sich keiner von ausschließen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass wir die Sache ja, meistern und irgendwo auch letztendlich als Sieger rauskommen. Erschöpft, aber glücklich machen sie sich auf den Heimweg. Mit einem leisen Triumph endet auch die Ausbildungswoche von Guido Mann. Der junge Arzt hat sich nicht unterkriegen lassen. Es war sehr fordernd, ging bis an die Grenze. Und ja, ich bin unheimlich happy, das hier gemacht zu haben, habe eine Menge gelernt, ja, eine Menge Kameradschaft auch hier empfunden und ich würde es jederzeit wieder machen und bleibe natürlich auch dabei. Guido, vielen Dank. Ab jetzt gehört Guido Mann offiziell dazu. Er ist aufgenommen bei der Grubenwehr. Der Respekt ist da von Anfang an. Ich denke auch andersrum und
Ich denke, das sind ja, harte Männer, harte Wehrmänner. Und wir kennen unser Fachwissen. Jeder hat seinen Schwerpunkt. Und ich denke, wir respektieren uns. Und wir haben auch einen kameradschaftlichen Umgang. Im Ernstfall oder in der nächsten großen Übung wird sich der junge Arzt unter den hartgesottenen Kumpeln beweisen müssen. Also wir sind alle Wehrleute, sind sowieso ein bisschen grobschlächtiger, aber herzlich. Und da weiß schon jeder, wenn die richtigen Kommandos kommen, wo er hingehört. Die Sicherheitsvorkehrungen werden immer besser. Trotzdem, die gefährlichsten Arbeitsplätze der Welt, sie liegen unter Tage.